Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Frisian von Team Hellfish. Das bin ich. Leider kann ich aufgrund von massiven Treiberproblemen keine Streams mehr machen mit meiner Software. Deshalb setze ich die Just Cause 4 Reihe als aufgezeichnete Let's Plays fort. Aber deshalb ist das Spiel nicht weniger lustig. Über Abos, Likes und Kommentare würden wir uns freuen, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Komm, ich hau hier ab. Verstanden. Setze Verfolgung fort. So, das will ich verfolgen. Und jetzt raus. So, jetzt machen wir, um reinzukommen. Erst doch mal. Wir haben das Ziel verloren. Einfach Mission. Raketensystem ist online. 80 ohne Kugeln hat Zaffi. Ja, dann lassen wir mal. Ja, kaum ist man mal ein paar Tage nicht am Spiel, schon muss man irgendwie alles wieder von Grund auf lernen. Hier so nichts kaputt zu machen. Das hier ist eine große Anlage, mein Freund. Otto Rongo hatte 3 Kinder. Du wirst hier also auch 3 Uma finden. Einen für jedes Kind. Wir müssen ja auch immer zwischendurch ein bisschen zerstören. Wir dürfen ja nichts heile lassen. Das ist ja das. Feindlicher Flieger entdeckt. Waffen bereit machen. So, was ist hier noch so rot? Ich meine, das ist ja nicht von unseren Jungs. Die haben es ja wieder aufgebaut, aber... Bodenluftraketen? Also ich denke mal... Das erzähle ich nachher, wenn ich die Fronten erweitere. So, noch Satellitenschüsseln. Oh nee, hier der große Ball. Ich muss das nachher mal ein bisschen. Bam. Und die noch. Da sind ja noch mehr von den Scheiß. So, war's das jetzt? So, jetzt muss ich mal gucken. Ich müsste doch eigentlich genug haben, um jetzt Trupps erhalten, ja. Ich habe Trupps erhalten. Um jetzt hier irgendwo eine Grenze wieder aufzumachen. Ah, da muss ich erstmal rein. Sabotage. Diese Flugzeugfabrik wird von Kanonen geschützt. Deaktiviere sie, um Verteidigungsstützpunkte zu deaktivieren. Oder ich schicke die Truppen rein. Ach so, das kann ich. Ja, aber noch nicht. Okay, also muss ich immer erst einfallen, damit ich hier was erledigen kann. Okay. Gut. Dann bleibt's dabei. Dann ab zur Front. Bodenluftraketensystem ist online. Bodenluftraketensystem ist online.
Ihr könnt mich mal. Da springe ich einfach raus. Aus dem Heli. Ich habe nur eine Rakete. Was soll denn das heißen? Ich habe den Heli leer geschossen. Das gab's auch noch nie. Leer geschossen. Habt ihr sowas schon gehört? Schon gehört? In Just Cause 4 einfach ein Heli leer geschossen. Na, guck mal, aber die eine feuern wir noch ab auf irgendwas, was kaputt gehen kann. Und zwar da hinten, da scheint es zu donnern. Hat natürlich nicht gesessen. Na komm. Roger, Roger. Das ist aber doch hier alles. Alles freundliches Gebiet, oder? Oh, ich habe wieder keine Kanonen, ne? Es muss doch hier irgendwo eine Waffenkiste geben. Macht weiter so, Leute! Genau, macht weiter so. Ist das Boot bereit? Ja. Und Achtung, kein Moment, neue Mission. Die Schwarze Hand hat überall Patrouillen entlang des Rio Vanai. Sie kommen so langsam dahinter. Uns läuft die Zeit davon. Dann Abflug. Wenn wir in Zona Dos sind, schalte ich den Kern aus, der den Sturm kontrolliert. Boah, ist das ja wenn blurry. Sich der Sturm beruhigt hat. Fliege ich rein und greife auf das IAPA-Netzwerk zu, um den Verteidigungsknoten zu deaktivieren. Okay, Sheldon, du kommst mit mir. Worin besteht die Verteidigung des Blitzkerns? Außer den Blitzen? Es gibt eine Art Abschirmung, die magnetisch befestigt ist, aber wir kümmern uns darum, wenn wir dort sind. Und du hast die zusätzliche Feuerkraft, die du wolltest. Wird hilfreich sein. Kaliber 50, Mörser, sonst noch was? Wart's ab. Wir sehen uns da. Na, der Blitz ist da drauf. Bereit? Wie in alten Zeiten, mein Freund. Trotzdem bräuchte ich irgendwie Waffen, oder? Also sehen wir den Fauxpas an der Grenze mal als kleine Aufwärmübung. Meinst du wirklich, das Boot wird uns vor den Blitzen schützen? Auf jeden Fall. Sonst hätte ich mich wohl kaum dafür gemeldet, am höchsten Punkt zu sitzen mit einem großen Stück Metall in den Händen. So, wo muss ich hin? Was kann ich? Turbosprung, Dings drücken, Mörser abfeuern, zurückschauen, Fahrzeugposition wechseln, Fallschirm verlassen. Naja, wir fahren jetzt erstmal, oder? Sehen wir irgendwas zum Kaputtmachen? Schießen drauf. Da kommen sie. Was war nochmal? Turbosprung? Ah ja. Au. Toll, das hat mich natürlich gleich wieder was gekostet. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hui, drüber gesprungen. Das ist eine große Tür. Du hast den Riesenschlüssel mit, oder? Du musst die Sperren von der Stromversorgung trennen. Pass auf das Boot auf. Machen wir erstmal ein bisschen alleine.
klar. Raus. Was habe ich denn in der Hand gehabt? Hau den anderen weg, dann verschwinden wir. Die Arschgeigen. Schimmer schön noch eine Granate fallen lassen. Sieht aus, als hätte das gereicht. Volle Kraft voraus. Hörst du das? Wir kommen, ich hab zum nichts Wasserfall. Mehr. Bist du etwa Neville? Abgebrochen? Und warum? 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 Scusi. Es geht weiter. Sieht aus, als hätte das gereicht. Volle Kraft voraus. Es hat nicht gereicht. Na gut, dann geht's halt. Hörst du das? Wir kommen zum Wasserfall. Bist du etwa nervös, Sheldon? Ja, etwas. Aber dadurch wird es erst lustig. Oh, ich weiß was. Das war jetzt wahrscheinlich gar nicht so clever. Ja, jetzt nur noch mal hier Düsen hinten dran, ne? Dazu müsste ich jetzt mal. Vielleicht nochmal hier hinten. Oh, Scheiße. Was? Wieso? Heilige Scheiße! Wir haben's geschafft! Mehr oder weniger. Genau, ein Raketenantrieb. Jetzt fliegen wir hier mal so rüber. Ah! So, jetzt gehen wir mal rein. Ich bin noch weit über das Ziel hinausgeschossen, oder? Ja. Scheiße. So manövriert man sich in Trouble, ne?
Oh je. Wenn die Mission mal nicht in den Arsch geht. Hallo. Und ich habe nichts zu ballern. Geht doch immer kaputt. Hör zu, bevor wir beim Sturm sind. Wir haben die Ionenspule mit dem Mörser der Donnerbarke verbunden. Wir? Es war meine Idee. Mira hat sich nur um die technische Umsetzung gekümmert. Und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Positive Ströme oder so. Mal gucken, was passiert. Mira? Eure Ionenspule absorbiert die Blitze. Ist sie geladen, könnt ihr Blitze verschießen. Latsch. Ich nenne sie die Donnerkanone. Einfallsreich wie immer, Sheldon. Kann ich die Mission nochmal wiederholen? Oh Mann! Und ich kann da noch nicht mal oben drauf. So, warte mal. Wir nehmen Ballons. Ballons waren die. Roll rein, roll rein. Roll richtig rum, bitte. Übler Sturm. Na also. Und du? Witzig. So, das Schiff ist runtergefallen. Nee, das geht auch nicht. Alter, wer schießt denn da auf mich? Okay, warte. Na komm, wir haben Düsen dran. So, jetzt müssen wir ja mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir sind ja... Bin noch unterbrochen. Ja.
So. Ich muss. Das Schiff ist bald im Arsch. Ist vielleicht noch nicht so schlecht. Dann kann ich noch von vorne anfangen. Jetzt mach's. Steuere die Donnerbraken. Dann mal los. Alter, jetzt schießt die endlich kaputt. Komm, hau sie weg. Was kann man hier viel Unfug machen, ey? Ist ja unglaublich. Soll es auch anders sein? Oh, Alter, ich will das nochmal machen. Ziel neu starten. Naja, macht schon Laune, aber geht halt nicht vorwärts, ne? So, jetzt mal im Ernst, jetzt machen wir es mal. So, das war's erstmal wieder. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie es hier weitergeht. Mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Aber es war nett, mal so ein paar Sachen auszuprobieren. Hat es euch gefallen oder auch nicht? Hinterlasst doch bitte Kommentare, Likes und über neue Abos freuen wir uns auch immer. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt